Laufwunder, Aushängeschild, Multitalent. Schlagzeilen, die alle über sie geschrieben wurden, Constanze Klosterhalfen. Doch wie ist die Läuferin eigentlich privat? Ich laufe von außen wirklich schon im ersten Moment vielleicht ein bisschen schüchtern, aber ja, wenn ich die Leute dann besser kenne und mich ein bisschen gewöhnt habe, dann bin ich gar nicht so schüchtern und ja, ich denke fröhlich und dass ich viel lache und ja. Seit 2016 geht es steil bergauf. Das Nachwuchstalent ist angekommen im Kreis der Großen. Seitdem eilt sie von Erfolg zu Erfolg, bricht Rekord um Rekord. Und schauen Sie mal, 4-0! 4-0-4-90! Meisterschaftsrekord, deutscher U23-Hallenrekord für Constanze Klosterhalfen. Ja, es war auf jeden Fall ein ganz tolles Jahr. Also es hat sofort irgendwie toll begonnen. Schon in der Halle, da habe ich schon gar nicht mit gerechnet, dass es so laufen kann. Und ja, dass es dann im Sommer, also war ja das erste 1500-Meter-Rennen, direkt ein tolles Erlebnis. Und ja, dann hat es bei den Olympischen Spielen geendet. Und ja, das war also ein unbeschreibliches Jahr. Ein Ende des Aufstiegs? Derzeit nicht in Sicht. März 2017 Silber bei der Hallen-EM in Belgrad und das Jahr fängt ja gerade erst an. Also als Hauptwettkampfziel sind erstmal die U23-EM, wieder in Polen, in Bydgoszcz, wo wir wirklich ja den Fokus erstmal drauf legen. Dann aber ganz klar auch die WM in London, wo wir hoffen, dass sie dann die Quali schnell abhakt und da auch eben gut auszusehen. Wenn wir 1500 Meter eben als Highlight weiterhin in der Saison nehmen, also als Hauptstrecke, dann traue ich ihr schon eine Zeit um die 4 Minuten zu. Eine Zeit um die 4 Minuten, Weltklasse. Doch was genau macht die junge Athletin eigentlich so außergewöhnlich? Ja, also wir haben jetzt noch keine spezifische biomechanische Messung bei ihr gemacht, also zum Beispiel mit den Markern, was ja in der Sportwissenschaft möglich ist. Aber sie hat sonst eben sehr, sehr gute körperliche Voraussetzungen. Also sie hat sehr, sehr lange Beine, kann dadurch einfach einen sehr, sehr langen Schritt ziehen, einen großen Schritt ziehen, hat einen unglaublichen Drive im Schritt, macht sehr, sehr viel Spaß, mit ihr zu arbeiten. Sie ist sehr fokussiert auf den Sport, also ordnet dem Sport alles unter, ist da wirklich diszipliniert, das kann man sich von vielen anderen dann ja nur wünschen, dass man sagt, okay, in der Hinsicht, da hat man wirklich gar keine Probleme, dass man jetzt da pushen muss. Ich muss dann eher auch mal sagen, okay, mach mal ruhiger so, das ist dann eher der Fall auf Sportliche gesehen. Auch privat ist Klosterhalfen außergewöhnlich, außergewöhnlich sozial. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Kirche, unterstützt eine Laufgruppe mit Asylbewerbern. Auch Modeln zählt zu ihren Hobbys, wobei der Traum vom Laufsteg dem Traum vom Laufen gewichen ist. Also ich finde das schön nebenbei und so, aber ich denke, Laufen gibt einem da schon mehr als ja, über einen Laufsteg zu laufen. Ihr Vorbild nicht Lena Gerke, sondern Gesa Krause. Obwohl, eigentlich ist sie bereits auf dem besten Weg, selbst ein Vorbild zu sein.